Alexander Eswein. Leitner. Gutes Zuspiel. Nächster Schuss für Deutschland. Und das ist ein 1:0. Wunderbar überlegt gespielt. Nochmal weitergeleitet von Polter. Und dann ist Maximilian Beister zur Stelle. Die verdiente Führung für die deutsche U21-Nationalmannschaft. Schauen wir nochmal drauf. Leitner, der sieht zunächst den Kollegen Polter. Und der hat Übersicht. Sieht, dass der Torwart rauskommt. Legt nochmal quer für Maximilian Beister. Das ist klasse gespielt. Es gibt viele, ich glaube wirklich viele, die da sofort versuchen abzuziehen. Er hat es nicht gemacht. Und es wurde belohnt. Starke Vorlage zum 1:0. Es wechselt ständig hin und her. So schwer auszurechnen. Missverständnis zwischen Keeper und Verteidiger. 2:0 Deutschland. Luis Holpi. Französische Schiedsrichter an Iturbe. Iturbe, Anschlusstreffer. Oh, das macht er klasse. Und da deutet er seine Klasse an. Juan Manuel Iturbe. ...19 Jahre alt, mittlerweile in Porto gelandet. Das Zuspiel natürlich auch klasse von Ruiz. Der lässt das Sorg stehen, dann kommt Sobic nicht mehr hinterher. Und Bernd Leno hat da keine Abwehrchance. Also, sie verkürzen es. 2:1 Deutschland. Wechsel vollzogen beim DFB. Bellarabi wird in die Partie kommen. Tor für Deutschland. Maxi Bein. Holtby. Holtby. Tor für Deutschland. Na, jetzt geht es richtig rund hier. 4:1. Jetzt haben wir den zweiten Doppeltorschützen. Luis Holtby. Das macht er klasse. Wie er dann nochmal reinzieht. Vorbeigeht. Am Kapitän der Gauchos. An Magallan. Und dann glaube ich, hat er auch den Keeper Andres Meri irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt. Und jetzt Gewicht bei diesem 4:1. Spielstand von 4:1. Volland! Volland! Was für ein Tor! Was für ein Tor! Kevin Volland! Ein Riesentor! Starker Volland! 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 6:1! Nachspielzeit! Das halbe Dutzend ist voll! Das gibt's ja nicht! Also, wenn ich da jemand gefragt hätte, oder wenn das jemand vor dem Spiel zu mir gesagt hätte, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Schauen Sie sich diese Kombinationen an. Das ist ein Wahnsinn. Was für eine tolle Vorbereitung wieder von Sebastian Rode. Mit der